Wie erfährst du Taqwa? Durch das Fasten? Die Gelehrten sagen, wenn du nicht isst und nicht trinkst vor den Augen der Leute. Und dann gehst du nach Hause, versperrst alle Türen. Und die einzige Tür, die offen bleibt, ist die Kühlschranktür. Hast du dann Taqwa? Nein, bei Allah keine Taqwa. So lernst du Taqwa zu haben. Sei dir Allah bewusst, wenn du alleine bist. Dazu sagen die Gelehrten, das ist der einzige Moment, in dem du weißt, ob du Taqwa hast oder nicht. Wenn du ganz alleine bist, wenn alle Türen verschlossen sind und dich niemand sieht, wenn dich niemand hört, niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, wahrlich, ich fürchte Allah, wenn du alleine bist, dann weißt du, ob du Taqwa hast oder nicht, weil es ein Geheimnis ist zwischen dir und Allah. Darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, alle Handlungen des Sohn Adams sind für ihn, außer dem Fasten. Es ist für mich und ich belohne ihn dafür. Da es ein Geheimnis zwischen dir und Allah ist, da Allah alle Toren geschlossen hat, wird er, subhanahu wa ta'ala, für dich ein Tor öffnen. Das Tor von Rayyan. Am jüngsten Tag wird niemand durch dieses Tor gehen können, außer denen, die um Allahs Willen gefastet haben. Du hast also auf dein Essen verzichtet, um Allahs Willen. Allah wird dich das Essen in Jannah genießen lassen, insha'Allah. Du hast auf dein Trinken verzichtet, um Allahs Willen. Allah wird deinen Durst vom Haud al-Kawthar stellen, insha'Allah. Du hast auf dein Verlangen verzichtet, um Allahs Willen. Allah wird es dir durch ewiges Leben in Wohlstand und Glückseligkeit vergelten, in Jannah, insha'Allah.